Oktober 1959 macht die deutsche Geschichte einen Moment Pause. Aber nur, um kurz Luft zu holen. Zeit, sich zu vergnügen. Zeit, in der Achterbahn die Vergangenheit zu vergessen, den Krieg, die Teilung des Landes in Ost und West, Sozialismus und Kapitalismus. Zeit, auf dem Münchner Oktoberfest die Maß Bier für 1,90 Mark zu bestellen oder in etwas Unbekanntes zu beißen, in das Schaschlik, in ein Karussell zu steigen oder sich einen netten Abend zu machen. Denn ob Ost oder West, der Babyboom bricht alle Rekorde. Nie wurden in einem Jahr so viele Kinder geboren wie 1959. Sie werden gerne auf Namen wie Sabine oder Petra, Thomas oder Michael getauft. Ihre Kinderwagen sind manchmal noch aus Presspappe, ihre Eltern mit dem Wirtschaftswunder beschäftigt oder dem Siebenjahresplan. Vor allem aber liegt ein turbulentes neues Jahrzehnt, die 60er Jahre. Eine Zeit, in der Licht und Schatten nah beieinander liegen. Barbara Kreuzinger ist 1960 24 Jahre alt und fühlt sich zum ersten Mal in ihrem Leben auf der sonnigen Seite der Welt. Also 1960 war ich am Ziel meiner Träume. Geboren in Ostpreußen, verlor sie als kleines Kind den Vater im Krieg und wurde von der Mutter im Stich gelassen. Sie flieht vor der Roten Armee, irrt durch Flüchtlingslager, landet nach dem Krieg in Pflegefamilien. 1960 wird sie von Verwandten im badischen Spöck aufgenommen. Ich habe das gefunden, was ich gesucht habe. Ich bin ja ein Herdemensch, Familienmensch. Ich wollte nie alleine sein. Und dann habe ich die Anlaufstelle hier nach Spöck zu meiner Tante und Onkel. Und die hat mich aufgenommen, oder die ganze Familie hat mich aufgenommen, mit einer Selbstverständlichkeit. Da sind die Kinder, vier Kinder, in alten Ehebetten geschlafen, zu dritt. Und noch ein Kinderbettchen im. Und mir gaben sie ein ganz Mini-Zimmer. Schrank, kleines rundes Tischchen war drin und das Bett. Aber ich war glücklich. Barbara Kreuzinger hat ein neues Zuhause gefunden. Nur der Mann fürs Leben fehlt ihr noch. Sie träumt von einer eigenen Familie mit vielen Kindern. Auch Jürgen Werner wächst ohne leibliche Mutter auf, in der DDR. Er ist damals 16 Jahre alt und träumt von einem Leben voller Abenteuer. Als er ein Jahr alt war, musste seine kranke und überforderte Mutter ihn und drei Geschwister ins Heim geben. Da nahmen ihn Pflegeeltern auf, in Ketzin, Havelland. Er hadert nicht mit seinem Schicksal, im Gegenteil. Es gefällt ihm in Ketzin, bei den Pflegeeltern, bei den Freunden, die er dort hat. An das Gesicht seiner leiblichen Mutter kann er sich nicht mehr erinnern. Irgendwann war ich mit meiner Pflegemutter unterwegs und wir kommen nach Hause. Und wie wir oben in der Wohnung waren, da sagt sie, sag mal, hast du die Frau da auf der Straße gesehen? Und ich sage, nein, wie, was für eine Frau? Ja, da war doch, da stand eine Frau. So, ja, glaube, ja, schon. Ja, das war deine Mutter. Ich sage, wie, was meine Mutter? Ja, das war deine Mutter. Aber du weißt ja, sie hat dich hergegeben damals und bist ja jetzt bei uns und im Prinzip geht sie doch hier gut. Und ich wurde so in die Richtung geschoben, dass meine Mutter gar nicht wollte, dass ich zu ihr wollte. Und letzten Endes ist sie dann verzogen. Sie ist dann nach dem Westen gezogen, nach Duisburg. Und dann war das vorbei, diese Episode.
Und meine Pflegeeltern haben gesagt, okay, deine Mutter ist weggezogen und sie will dich nicht haben und fertig. So bleibt Jürgen bei den Pflegeeltern in Ketzin. Wie fast alle seine Freunde tritt er den Jungpionieren bei und lernt ihre 10 Gebote. Gebot Nummer 2 heißt, wir Jungpioniere lieben unsere Eltern. Gebot Nummer 1 aber lautet, wir Jungpioniere lieben unsere Deutsche Demokratische Republik. Auch Dirk Kuhl hat Probleme mit der Mutter und ist ohne Vater aufgewachsen. Er ist 1960 20 Jahre alt und lebt im Westen in Remscheid. Der Familie gehört eine kleine Fabrik für Haushaltswaren. Die Mutter steht Tag und Nacht im Geschäft und erzählt ihrem Sohn, der Vater sei in britischer Gefangenschaft gestorben. Doch nun erfährt Dirk die Wahrheit. Dr. Günther Kuhl, sein Vater, ist nach dem Krieg hingerichtet worden, als Kriegsverbrecher. Er war Gestapo-Chef in Braunschweig. All die Jahre hat Dirk mit einer Lüge gelebt. Er fühlt sich verraten. Wieso hast du diesen Mann geheiratet? Ich habe sogar ganz hart gefragt. Ich sage, wieso habt ihr mich eigentlich mitten in der Kriegszeit geboren? Wart ihr eigentlich bescheuert? Entschuldigung, aber ja, wie kannst du sowas fragen? Natürlich kriegt man Kinder. Es kamen also formale Antworten. Und dein Vater hat nur seine Pflicht getan und er war ein sehr humorvoller Mann und viele wollten den haben. Und sie hielt voll zu ihrem verstorbenen Mann und ich stand außen vor. Ich habe nichts aus ihr rausgekriegt. Die Geschichte meines Vaters hat mich natürlich nicht mehr losgelassen. Und das Ganze hat auch ein wenig dann doch auch Spuren bei mir hinterlassen. Ich bin dann anschließend in Bayern in einem längeren Aufenthalt gewesen und auch unter psychologischer Betreuung. In den bayerischen Bergen versucht Dirk Kuhl, sein seelisches Gleichgewicht zu finden. Ein Zufall hilft. Auf einmal höre ich eine tiefe Stimme über mir. Was machen Sie denn da? Und guck hoch, eine Dame steht auf dem Balkon in einem Dirndl, was einem doch ziemlich den Atem verschlug. Und das war eine russische Ballettmeisterin, die auch in Bayern sich erholte und die als Staatenlose die Nazizeit in Berlin überlebt hat. Und ja, und da hat sich ein Verhältnis angebahnt. Das ging von ihr aus. Und das war meine erste Begegnung mit dem anderen Geschlecht, die man jetzt wirklich ernst nehmen kann. Meine Vorstellung von einem Mann war groß, dunkel und blaue Augen. Und ich habe mich gerade ins Gegenteil verliebt. Aber sowas Liebes, einmalig dieser Mensch, hat mich lange nicht in die Familie eingeführt, denn das ist schon, kann man sagen, auch eine Sippe gewesen. Und da hat es ein Fremder, ein Reingeschmeckter, schon ein bisschen schwierig. Was bringt der Hans so an? Und dann hat er mich noch mal in ein Tanzlokal, und das war wunderschön, Affenpalama dann getrunken. Boah, schöner, und das Lokal hatte ein verschiebbares Dach. Wenn dann Sommer war, hat man die Sterne. Also romantischer ging's gar nicht. Wir wollen niemals auseinander gehen. Wir wollen immer zueinander stehen. Mag auf der Grund. Nach
dem Tanzen bringt Hans seine Barbara brav nach Hause. Sex vor der Ehe kommt nicht in Frage. Jedenfalls offiziell. Und immer noch hält sich unter Jugendlichen das Gerücht, man könne vom Küssen Kinder bekommen. Auch Ruth Kage weiß manchmal nicht, wohin mit der Liebe. Sie ist damals 29 Jahre alt und hat einen sehr netten Mann beim Studium in Leipzig kennengelernt. Ruth und Erhard sind Diplom-Ingenieure für Elektrotechnik und seit 2 Jahren verheiratet. Anfangs lebte Ruth noch bei den Eltern. Wenn mein Mann zu Besuch war und er wohnte also im Wohnzimmer auf der Couch und ich war im Klavierzimmer von meinem Vater auf der Couch. Und wenn er eben dann früh mal zu mir kam, da stellte sich dann meine Mutter in den Korridor und sagte zu mir, du bist der Vater, jetzt geh mal rein und hol den raus. Und da sagte mein Vater, ich denke nicht dran, denkst du nicht mehr dran, wie es bei uns mal gewesen ist. Naja, und damit war der Fall erledigt. Ja, und geheiratet haben wir dann eben doch, ehe wir eigentlich Geld hatten, eine Wohnung einzurichten, weil klar war, dass wir also eine längere Zeit brauchen. Erstens mal zum Sparen und dann zum Anschaffen von den Dingen, die mal zur Ausstattung einer Wohnung notwendig sind. Als mein Mann und ich in den 60er Jahren anfingen zu arbeiten und als Familie dann zusammenzuleben, war klar, dass wir gern Kinder möchten, und zwar auch fest 2 Kinder. Ich stamme aus einer Ein-Kind-Familie und habe das also nachteilig empfunden. Für mich war klar, ich möchte 2 Kinder. Zum anderen war für mich auch klar, dass ich die nicht sofort haben möchte, sondern dass ich mich erstmal im Beruf stabilisieren will. Und das haben wir also gepackt, ohne Hilfsmittel, wie es heute ist, mit Pille und sowas, da war ja damals nichts. Eine Welt ohne dich. Wer keine Welt für mich. Bei der Liebe aufpassen muss auch Barbara Kreuzinger, wenn sie sich abends mit ihrem Hans trifft. Dem Kronewirt Hans, Spross eines Familienunternehmens mit Gaststätte, Fremdenzimmer, Metzgerei. Anfang 1960 geben sie sich das Jawort. Natürlich auch, weil unser Bernd unterwegs war. Das. Aber. Mein Hans stand zu mir, also wurde geheiratet. Man konnte es gerade noch so ein bisschen vertuschen. Wie Barbara und Hans geht es vielen jungen Menschen. Nicht nur die Liebe treibt sie zum Traualtar, sondern auch die vielen Küsse und das, was nach den Küssen kommt. Jedes zweite Hochzeitspaar heiratet, weil ein Kind unterwegs ist. Und das sind viele Kinder. Im Mai kam dann unser erstes Kind, unser Bernd. Ein wunderschönes Baby, ganz der Papa. Hat sogar das Grübchen da unten, also. Das klappte ja wunderbar. Der kleine Bernd soll kein Einzelkind bleiben. Aber für die große Familie fehlt ihnen noch der Platz. Sie leben zu dritt in einem Zimmer, unter dem Dach bei den Schwiegereltern. Aber wenigstens sind sie zusammen. Die Karges dagegen haben immer noch kein gemeinsames Zuhause. Es gab im Arbeiter- und Bauernstaat die privilegierte Klasse, das war die Arbeiterklasse. Und bis 1961, also bis die Mauer gebaut war, bemühte man sich dann noch zusätzlich sehr stark und förderte sehr stark die Intelligenz mit vielen Dingen. Mit entsprechend Renten, mit hohen Gehältern, mit Sondergehältern, mit Einzelgehältern, mit Altersversorgungsverträgen für die Pension, auch mit Wohnungen. Und um in diesen Genuss reinzukommen, sind wir, sagen wir mal, 2 Jahre zu spät fertig geworden mit dem Studium. Schließlich wird ihnen doch eine Wohnung zugewiesen, in einem Altbau. Der Vormieter ist in den Westen geflohen. Tapeten, Farbe, Elektroleitungen, Lampen sind Mangelware. Wir brauchten selbstverständlich Materialien, aber wir hatten eben wieder den großen Vorteil des Unternehmens, was also mit vielen, vielen
Kollegen in der ganzen Republik mit Lastern unterwegs war und die also von hier und von da und von dort was mitbringen konnten. Und da ist eben der Gasherr, der ist aus Mühlhausen gekommen. Und der Gasdurchlauferhitzer, der war wieder aus einer anderen Stadt in der Republik. Und unser Betrieb war unmittelbar am Martin-Luther-Ring, vis-à-vis vom neuen Rathaus damals. Und wir waren also jederzeit in der Mittagspause im HU-Warenhaus-Zentrum und konnten da also täglich einer von uns mal gucken, ob denn Ware gekommen ist. Und so sind wir also damals auch zu vielen Dingen gekommen. Und so haben wir uns geholfen. Aus der Altbauwohnung in Leipzig wird langsam ein Heim für die Karges. Nach Berlin dagegen zieht es Dirk Kuhl. Er folgt seiner russischen Tänzerin in den Westen der Stadt, weit weg von Remscheid und der bedrückenden Familiengeschichte. Carla nimmt ihn mit in eine andere Welt, in die Bohème der Stadt. Aber andererseits war auch ganz klar, was sie von mir wollte. Sie wollte sich jemanden anlernen und offensichtlich war sie zufrieden. Und es mag jetzt arrogant klingen, von ihr war am Ende mehr Zuneigung als von meiner Seite. Ich war teilweise von dieser Bohème in Berlin auch angewidert. In der Berliner Bohème werden die strengen moralischen Regeln der Zeit ignoriert. Die Frauen rauchen, die Männer trinken, Beziehungen wechseln. Alle lesen Sartre und diskutieren über die Geworfenheit des Seins. Wenn man dann abends um 22:30 oder um 23:00 noch in die Kneipe gehen muss und muss eine Flasche Schnaps und eine große, diese Glaskannen, die in Berlin üblich sind, voll Bier holen. Und da erkennt einen dann beim sechsten Mal auch schon. Da kamen wir dann natürlich auch schon Bedenken. Und das war auch der Grund, weshalb ich dann irgendwann gegangen bin. Dirk verlässt Berlin und Carla und kehrt zurück in die westdeutsche Normalität. Dort trägt seine Generation Schlips und Kragen, orientiert sich am Vorbild der Eltern. Noch tanzen sie langsamen Walzer und Foxtrott. Noch. Der Twist kommt wie eine Naturgewalt über Deutschland. Der erste Tanz, bei dem sich die Paare nicht berühren und der Mann nicht mehr führt. Frauen tanzen sogar mit Frauen. Ein Psychologe schreibt, Twist ist ein Ventil für unterdrückte Sexualität. Die Hormone regieren. Hans-Jakob Heger ist Kind einer pfälzischen Unternehmerfamilie und 1960 22 Jahre alt. Die Gießerei seines Vaters stellt Stahlpressen, Turbinen und Lagergehäuse für Motoren her. Hans Jakob soll die Tradition weiterführen und hat gerade das Studium aufgenommen, Maschinenbau natürlich. Wenn man aus dem heimischen Bereich weg in eine große Stadt kommt, nach Karlsruhe, dann versucht man ja, sich eine Ersatzheimat aufzubauen. Und über Kommilitonen, die mir berichtet haben, bin ich dann auf eine Verbindung gestoßen, in der sehr viele junge Leute aus dem gleichen Semester wie ich, die aus der Pfalz stammten und damit auch Heimat symbolisierten, sich gefunden hatten. Und dies war auch für mich interessant und auch wichtig, dass in dieser Verbindung Werte gelebt wurden, die meinem Hintergrund auch entsprochen haben. Hans Jakob gehört der katholischen deutschen Studentenverbindung Schwarzwald an. Solche Verbindungen gehören zum Alltag an den Universitäten. Man trifft beim Bier auf alte Herren und knüpft Verbindungen für die Zukunft. Man liebt das deutsche Vaterland, noch mehr aber das deutsche Reinheitsgebot. Tradition verpflichtet, sagt auch Vater Heger. In unserer Familie war natürlich der Vater der Patriarch. Eine streng patriarchische Figur. Und in dem Sinne wurden wir auch erzogen. Ich erinnere mich, wenn wir zusammen beim Mittagessen am Tisch saßen und es begann dann mit dem Tischgebet. Es gab jeden Mittag eine Suppe, ein Hauptgericht, aber nicht unbedingt Dessert. Und wir mussten schon sehr früh uns sehr korrekt bei unserem Essen verhalten. Und da hat mein Vater besonders auch darauf geachtet, dass wir die Formen wahren.
Die Bewegung des Twist ist eine Hüftbewegung, wechselnd von rechts nach links, von links nach rechts. Wir zeigen sie Ihnen. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Es war von meinem Vater unzweideutig uns Kindern vermittelt worden, dass er es gerne sähe, wenn der älteste Sohn, wie das allgemein üblich war, jetzt sein Nachfolger würde. Und mein ganzes Leben, auch meine Ausrichtung in der Schule, aber auch mein Studium, das war dadurch bedingt, dass ich wusste, ich soll hier der Nachfolger werden. Denn von mir aus, von meinen Neigungen her, glaube ich nicht, dass ich Ingenieur geworden wäre. Ich hätte was ganz anderes gemacht. Ich hätte mich am wohlsten gefühlt in den Bereichen, das ist was total anderes, Germanistik und Romanistik. Das wäre so mehr eine Richtung gewesen, die mir absolut gelegen hätte. Das weiß ich ganz genau. Aber darüber gab es kein Nachdenken. Ich sollte das machen. Das ist eine Ehre und das ist aber auch eine Pflicht. Statt französischer Romane und deutscher Lyrik warten Turbinen und Motoren auf Hans Jakob. Die Gießerei Heger kann sich in diesen Jahren vor Aufträgen kaum retten. Die westdeutsche Wirtschaft brummt, ist voll beschäftigt und exportiert wie ein Weltmeister. Rauch aus allen Schloten. In der DDR dagegen wird die Planwirtschaft vorangetrieben. Im Mai heißt es, die Kollektivierung der Landwirtschaft sei abgeschlossen. Es gibt offiziell keine freien Bauern mehr, sondern nur noch die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, die sich Land, Tiere und Maschinen teilen. Der sozialistische Frühling zieht ins Dorf ein, jubelt das neue Deutschland. Wer die Begeisterung nicht teilt und selbstständig bleiben will, landet schnell im Gefängnis. Als junger Traktorist zählt der 16-jährige Jürgen Werner zum sozialistischen Nachwuchs. Er bedient die großen Maschinen. Die Kartoffelkombine und die Rübenkombine und der Mähdrescher, das waren ja alles riesige Fahrzeuge. Und ich saß da nun als junger Bursche, ich hatte dann den Treckerführerschein gemacht und fuhr auf dem Feld und hinter mir saß der Bauer auf der Maschine und steuerte die. Ich war ja eigentlich ein Nichts gewesen gegen den Bauern, was der für eine Erfahrung hatte. Aber ich hatte nun irgendwie in gewisser Weise das Sagen. Mit seinen Zweifeln bleibt Jürgen allein. Seine Pflegeeltern sind aufrechte Kommunisten. Sie haben ihren leiblichen Sohn im KZ verloren und Jürgen aufgenommen wie ein eigenes Kind. Ich lernte Traktorist. Das war ein Beruf, der in der DDR damals neu war. Wir waren die erste Berufsgruppe in dem Bezirk, die diesen Beruf erlernte. Die DDR hatte da viel vor. Wir sollten Spezialisten sein, den Ackerbau betreiben, die Maschinen bedienen und jegliche Reparaturen auf dem Acker oder im Winter in den Werkstätten ausführen. Wir wurden dementsprechend auch sehr beobachtet von der Parteiführung. Es wurden Reisen angeboten, das waren dann politische Diskussionen und wie heute würde man sagen, Seminare. Aber wir haben geraucht, wir haben unseren Wein getrunken und hübsche Mädchen waren dabei. Es war eigentlich recht unterhaltsam. Man musste schon mitschwimmen und dementsprechend die Meinung mittragen. Und das war nicht immer einfach. Denn unter uns haben wir natürlich eine ganz andere Meinung gehabt. Wir haben das, was da ablief, nicht ohne weiteres akzeptiert. Wenn wir in der Gaststätte waren, dann sollten wir als junge Leute mit FJler oder GSTler jetzt mit den Bauern diskutieren. Die sollten alle in die LPG rein. Und wir merkten ja, es war ja immer mehr. Plötzlich waren bestimmte Leute nicht mehr da. Dann hieß es, sie sind am Westen abgehauen. Das war dann einfach so gewesen. Da war dann, derjenige war weg, das Haus war leer und da wurde drüber geflüstert und wie was da passiert ist. Aber jeder wusste, was eigentlich los war. Einige Bauern nehmen sich das Leben aus Verzweiflung über den Verlust des Hofes. Viele andere fliehen in die Bundesrepublik. Wie sie gehen auch immer mehr gut ausgebildete Facharbeiter und Akademiker in den Westen. Ärzte und Techniker, Ingenieure und Wissenschaftler. Allein 1960 flüchten fast 200.000 Menschen. Auch Jürgen beginnt zu schwanken. Der Westen war zwar sehr interessant, aber es war auch
Man hat auch eine gewisse Angst. Man befand sich ja in einer Sicherheit. Die Gruppe, die Jugendlichen, das Zuhause, das Drumherum war ja eine Umwelt gewesen, die man nicht so schnell oder gerne verlassen würde. Am anderen Ende Deutschlands, im Südwesten der Bundesrepublik, lebt Barbara Kreuzinger immer noch beengt, freut sich aber über die ersten Gehversuche ihres Sohnes. Bernd war bis zu 8 Monaten ein ganz liebes Kind. Hat geschlafen. Wir hatten ja bei unseren Schwiegereltern nur ein Zimmer. Und da schlief ja auch das Baby mit drin. Und mein Hans musste ja früh raus. Und das ist ein älteres Haus. Die Treppen knarrten. Und ich sage, du darfst nicht schnarchen oder niesen. Dann ist er unter die Decke. Also es war schon, und das Kind ist halt, für mich war das Kind ja jetzt das Wichtigste. Und der ist dann plötzlich, ob er gezahnt hat, das weiß ich jetzt nicht mehr. Jedenfalls hat er sehr viel unruhige Nächte gehabt. Und dann bin ich zu unserem Hausarzt und er verschrieb uns Saft. Das ist das Beste, hat er gesagt. Und dann habe ich gemeint, na ja, gut. Wenn so ein Baby das bekommt, dann kann ich ja das auch nehmen. Also da haben wir an für sich gut geschlafen. Ich wusste aber da noch nicht, dass ich glaube es nicht, dass ich schwanger war. Mein Hans hat schwer arbeiten müssen als Metzger. Auch sonntags hat er geholfen. Ich bin auch mit meinem Kind rein, habe da geholfen, Zimmer machen. Also es war mir auch, ja, hat mir Freude gemacht. Wenn ich dann als Student nach Hause kam, dann wurde ich selbstverständlich sehr stark konfrontiert mit den Problemen, die mein Vater im Unternehmen hatte. Die Probleme des Unternehmens waren die Tischgespräche. Das hat uns immer begleitet in der Familie. Das Unternehmen, die Firma, die Firma, die Firma. Das war auch Anfang der 60er Jahre, dass mein Vater 3 VW-Busse auf einmal kaufte. Sensationell. Und die hatten nur die Aufgabe, die Mitarbeiter, die in der Umgebung wohnten, ich sag mal so 10, 15 Kilometer weg, morgens abzuholen, ins Unternehmen zu bringen und abends wieder nach Hause zu fahren. Praktisch eine Hilfe, die dazu diente, dass diese Leute nicht kündigten, sondern bei uns blieben. Das war eine Lösung gewesen, die nicht nur wir, sondern viele andere Unternehmen in den 60er Jahren gehen mussten. Die Arbeitskräfte waren extrem knapp. Und insbesondere in manchen Berufsfeldern, wie bei uns in der Gießerei. Und da reifte naturgemäß, kann man sagen, dann schon recht früh der Gedanke, wir brauchen Hilfe, wir brauchen ausländische Arbeitnehmer. Bernardino Di Croce ist genau das, was die Hegers suchen. Anfang 1960 lebt er noch in Italien, in einem Dorf in den Abruzzen. Er ist 16 Jahre jung, kräftig und nicht auf den Kopf gefallen. Weil er in seiner Heimat keine Aussicht auf Arbeit hat, will er sein Elternhaus verlassen und nach Deutschland gehen. Sein Vater hat sich schon auf den Weg gemacht und arbeitet seit ein paar Monaten in Geislingen an der Steige. In Geislingen kannst du gutes Geld verdienen, schreibt er seinem Sohn. Für mich war eine Freude, weggehen zu können. Also ich konnte die Zeit nicht mehr abwarten. Meine Mutter wurde zunehmend ruhiger. Ich war der 3. Sohn, weil 2 Söhne vor mir von ihr, dann schon der eine nach Frankreich ein paar Jahre davor gegangen war und der andere nach Rom. Und ich war der 3., der von zu Hause wegging. Und natürlich, es ist immer eine Frau, die nie viel geredet hat, aber ich konnte schon feststellen, dass sie mit dieser Entscheidung gar nicht so einverstanden war. Sie sagte damals etwas, ich habe nicht 6 Kinder geboren, damit sie in der Welt Knecht werden. Und natürlich so ein Jugendlicher, so wie ich damals war, mit dieser großen Hoffnung,
konnte ich nicht begreifen, was sie damit meint, Knecht in der Welt zu werden. Für Dino ist Deutschland das gelobte Land. Doch wer dort arbeiten will, wird vorher einer gründlichen Musterung unterzogen. Dinos Vater musste sich sogar die Zähne richten lassen, bevor man ihn nach Deutschland hat einreisen lassen. Trotzdem